So, ich gebe euch mal eine Information, und zwar Hitzewelle. Bis zu 300 Menschen sterben jeden Tag in Deutschland. So, und da wurde nicht gefragt, warum wird der hier bei der Frankfurter Allgemeinen, dieser Mensch dort abgebildet? Der hat den Spruch, dass Gott die Gerechtigkeit schafft. Ne? Also der Gott bringt alles wieder, also der Schöpfer bringt alles wieder in den Ausgleich. Das ist auf diesen Rücken drauf ungefähr sinnbildlich abgebildet. So, warum die zwei Hunde da zuschwimmen, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. So, und er sitzt vorm Wasser. So, jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Sputnik spricht von einer Weltdürre, also hier in Australien, dann in El Salvador, dann nochmal Australien, dann in Irak, dann in Europa, dann in Portugal, dann in Iran. Dann in Irland. Irland, ja, Dublin. Dann in den Niederlanden. Das sieht schon aus wie die afrikanische Savanne. Dann in Schweden. Ja. Dann in der Schweiz. Dann Zentraleuropa. Hier komplett verdorrt, keine Wolken. So, 300 Tote pro Jahr, jetzt pro Tag. Ich prüfe das nochmal. Jeden Tag, ja. Klimawandel, Katastrophe hätte verhindert werden können, Laberababer, und wir hätten ja nicht so viel Braunkohle verbrauchen müssen. Nein, ihr habt alles zerstört, und vor allen Dingen setzen sie Wetterwaffensysteme ein, wie zum Beispiel Rostock-Marlow-Habanlage. Ja, ich sage das nicht ohne Grund, warum Europa davon betroffen ist, und ich komme jetzt auf die Habanlage in Rostock-Marlow gleich kurz zu sprechen. So, Moment. Hier ist der Wetterbericht. Nö, neue Daten will ich nicht. Von Mecklenburg-Vorpommern. Schaut euch dieses Bundesland, also dieses Bundesland Mecklenburg-Vorpommern an, die Umgebungstemperaturen. Hier sind also 30 Grad, 31 Grad, 29 Grad. In der Umgebung, also die Nachbar, sogenannten Bundesländer, die Nachbarbundesländer bis hin Polen, also heute ja, auch Preußen genannt. 36 Grad, so hier ungefähr. Und hier ist nochmal diese Grad-Temperaturskala. So, und hier in Mecklenburg-Vorpommern sehen Sie genau hier eingekreist in einen glühenden Radius, ja, also richtig einen Glutofen erzeugt hier. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern, schauen Sie sich das an. Also hier bis zu 40 Grad geht's rauf in den Glutofen. Sehen Sie das? So, das haben die also ganz konkret ausgerechnet. Dann wird hier behauptet, es kämen Gewitter. Davon ist überhaupt nichts zu spüren. Also hier ist gar nichts los. Hier steht die Luft. Heute war ein trockener, wüstenartiger Sandsturm hier. Und die dummen Bauern, nicht die dummen Bauern, sondern diese Agrarspekulanten lassen jetzt hier die Felder umpflügen und sind so bekloppt, dass sie dadurch Staubstürme, also Sandstürme verursachen. Die sind behindert, ja. Morgen muss ich dann erstmal beim Landwirtschaftsministerium anrufen und fragen, ob sie nicht irgendwann mal ihren Gripskasten anstrengen wollen, dass sie diese Felder erstmal liegen lassen, weil sonst entwickeln sich hier noch Staubstürme, also sogenannte Staubstürme. So, das ist der nächste Sache. Also ist eine Dürre, und jetzt gehen wir. Nö. Kann ja die Seite noch mal aktualisieren, was die jetzt wieder dazu sagen. Neue Wetterdaten. Bla 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 bla. Aha. Der Glutofen ist wieder da. Seht ihr das? Also es hat sich überhaupt nichts geändert. Der Glutofen ist da. So, und jetzt gehe ich nochmal hier rauf. Ich halte jetzt die Kamera einfach nur so, ja. So, ich gehe jetzt hier rauf und wollte jetzt eigentlich einen Suchbegriff eingeben. Ach, mal. Rostock. Malo. So, das ist die Ha. Fürchterlich.
Das ist die Hab-Anlage, die größte Anlage in der Welt in Rostock-Marlow. Ja, es ist unglaublich, und was da los ist, und ich kann da ja mal raufdrücken. Das ist auf YouTube. Es ist Ich eine. habe der Hand. Ich komme aus Dänemark. Also hier. Ich habe hier mal gelebt in dieser Stadt und ich habe die Stadt gerne gemocht. So, hier seht Bis ihr zu dem das. Tag, als ich in diesem Rathaus eine Frage gestellt habe, die nachher drei Fragen waren. Das ist also ein Thema. Also ich werde diesen Film rein verlinken, ne? Den verlinke ich einfach nur rein. So, der hier die Hab-Anlage besucht hat, ne? Der Kanalbetreiber ist eigentlich auch bekannt sozusagen, und dieser Film ist völlig in Ordnung, den er gar gedreht hat, ja, muss man so sagen. Was uns alle angeht hier, in Rostock speziell, aber in der ganzen Welt, denn von diesem Tag an habe ich keine Antworten bekommen. Ich wurde sehr, sehr schlecht behandelt eigentlich, aber binnen kurzer Zeit Also, wer weg. sich an 3 Meter an den Zaun rannähert, wird ohne Vorwarnung soll er dort erschossen werden. Na, also das ist ganz extrem, was da los ist. Ich zeige Ihnen die Anlage kurz, ohne Kommentar. Ja, das ist eine gewaltige Wetterwaffenanlage. So soll es sein, so wird es gesagt, dort in Rostock-Marlow. So, und anscheinend haben sie die scharf geschaltet und ziehen das Ding volles Rohr durch. Drei Fragen. Vorhinein musste mich genau entscheiden, wen frage ich denn? Man braucht ihn natürlich nicht fragen, weil diese Leute dürfen das gar nicht beantworten, können es auch gar nicht beantworten. Ja? Also hier ist die Hab-Anlage ganz deutlich in Rostock-Marlow zu erkennen. Das Thema Wetterwaffen ist gewaltig groß, also da können Sie sonst was alles wahrnehmen. Brauchen Sie auch nur googeln und dann in den Kanal damit anfüllen. Also es gibt jede Menge Filme dazu. Bisschen hat, sie hatten hier öfter schon wieder Waffen im Einsatz gehabt. Also es ist wirklich verrückt. Und das wird auch in den öffentlich-rechtlichen Medien gebracht. Ne? Es wird in den öffentlich-rechtlichen Medien gebracht. So, es ist eine gewaltige Situation, die hier herrscht. Und sie haben das Wetter so weit manipuliert, dass es ihnen entweder verunfallt jetzt ist, dass sie es nicht mehr unter Kontrolle haben, oder sie machen es bewusst, dass sie uns hier, gerade hier in Mecklenburg, also wo Staatenlos Info sich befindet, ausdörren und austrocknen. Ne? Das kann natürlich jetzt jeden treffen, weil das ja auch außer Kontrolle geraten kann, diese Wetterwaffen, diese Wettermacher, Macherei, diese Wettermanipulation. So. Also es gibt dazu jede Menge Filme. Ich wollte Ihnen das auch einfach nur kurz anreißen, die Sache. Also, ja, was können Sie tun? Es gibt Hinweise, was man bei Hitze tun kann. Auf jeden Fall große Kopfbedeckungen draußen tragen, Haare anfeuchten, also immer die Haare möglichst nass machen, ja, wenn es zu schlimm wird. Und wie gesagt, sich auch im Schatten aufhalten, ne? Also nicht mehr in diese Sonne gehen. Das ist sehr gefährlich, die ganze Situation. Also hier ist wirklich nicht eine einfache Situation. Und wie gesagt, wir sagen auch nochmal, wir wissen ja nicht, was sie auslösen, diese Typen. Und die haben ja die Kontrolle wohl verloren, weil die sind ja irre geworden. So. Und wenn das aber so ist, dass die Kontrolle verlieren, diese Figuren, ja, so, wenn das der Fall ist, dann, ich zeige euch nochmal den Film Ostsee, wo sie das Wasser in Schachbrettmuster verwandeln. Mit Hab-Einsatz in der Ostsee. Ja. Hab-induzierte Wellen. Hier seht ihr das. Also das ist jetzt nur das. So, ich zeige euch nur diese Filme. Das ist auch wieder ein User, der das gemacht hat. Den empfehle ich auch. Moment. Muss erst laden, natürlich stundenlang, ist normal. Also ich verlinke die Filme rein, dass Sie die auch sehen dürfen. Zu DDR-Zeiten, das ist mein letzter Satz, gab es ein Meer des Friedens, das ist die Ostsee. Und die Ostsee gehört zu diesem Waffensystem. Das ist der Spiegel. Es ist der Spiegel, mit dem man benutzt, das, was man über diese voll metallierten Himmel weiterschickt. Dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte.
möchte. Egal was, ob es ein Erdbeben ist, eine Katastrophe ist. Wir können nie wissen, ob das in Rostock gemacht wird, von Marlo. Wer es beschickt eigentlich? Und wenn er dann nach Marlo fährt, geht nicht so nah an den Zaun ran, dann steht eindeutig, wer näher als 3 Meter an den Zaun rankommt, es wird sofort geschossen. Das ist der Spiegel. Das ist der Spiegel, mit dem man benutzt, das, was man über diesen voll metallierten Himmel weiterschickt. Dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte, egal was. Also wie gesagt, und ich erinnere nochmal an die Offenbarung des Johannes, ja, die Reiter der Apokalypse. Ich erinnere auch jetzt also an die biblischen Prophezeiungen und an Alois Illmeier. Erinnere ich einfach nur, es muss so nicht sein, es kann sein, es sind alles irgendwelche Kannbestimmungen. Aber jetzt, das ist kein Zufall, was hier ist. Ne? Übrigens ist das heute auch so, dass in Mecklenburg sich Windhosen hier entwickelt hatten. Das habe ich selber heute gesehen. Na, ich habe es nicht gefilmt. Ich gebe euch das nur durch. Morgen rufe ich das Landwirtschaftsministerium an und gebe denen das rein, dass sie sofort ein Umflügungsverbot hier erlassen. Denn wenn die hier das umflügen, dann ist der nächste, dann werden die das Problem haben, dass Staubstürme aufkommen und die Autos hier verunglücken werden. Ne? Das haben die schon gehabt in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind also in Mecklenburg-Vorpommern, da sind ihre Autos verkeilt worden auf der A20. Da gab es zwar Massenunfälle. Ne? Und Menschen tot und so weiter, wie das so ist. Ich werde Ihnen das natürlich ans Herz legen. Das können Sie alle selber machen. Morgen sind Sie dann halt die Nächsten, die bei drauf gehen. Sein Erdbeben ist, eine Katastrophe ist. Der Spiegel, den man benutzt, voll dorthin, wo man in der Welt etwas machen möchte. Also Sie sehen das können Sie selber bei sich auch beobachten, solche Himmelserscheinungen. Ich habe die hier auch. Wir haben die auch heute hier gehabt. Diese Riffelmuster, diese Wellenmuster. Na? Das ist natürlich keine normale Wolkenbildung. Ne? Gab es vor 1990 auf keinen Fall, also vor 1995 auch nicht. Ne? Auf keinen Fall. Ne? Ist unbekannt gewesen. Na, und diese Sprühereien sind jetzt sehr unregelmäßig. Sonst waren die sehr regelmäßig, die Sprühereien. Ne? So, und die Leute, die jetzt heute das noch abstreiten, die werden heute morgen entsorgt. Das ist normal. Ne? Die entsorgen sich selbst. Ne? Weil, wie gesagt, die Schöpfung, der Schöpfer wird es nicht zulassen. Es kommt zur Regulation. Das ist normal. Und dann haben sie gejammert, dass sie die Bäume abholzen. Ja, die würden die Wälder abholzen. Und jedes Jahr wird jeden Tag ein Fußballfeld oder noch mehr, keine Ahnung wie viele Hektar, 39 Hektar abgeholzt. Also die sind nicht ganz dicht, die Typen. Man muss einfach nur sagen, dass die Welt, also hier von Familien regiert wird, die einfach die Übersicht, die Kontrolle verloren haben, die auch keinen Plan mehr haben, die sich einfach selbst entsorgen. Die bringen sich um. Ne? Und ich denke, dass es auch gut so ist. Ne? Ich denke, das ist in Ordnung, das sollen die dann so machen. Ne? Wir sitzen das aus. Ne? Ist ganz normal. Das hat ja keinen Wert mehr, sowas, wenn man das alles betrachtet. Ne? Die haben einfach eine Macke, das ist eigentlich alles. Ne? Auch diese Tsunami-Geschichten, also egal was. Ne? Es sind sehr viele Manipulationsmöglichkeiten. Habt ihr ein paar Informationen zum Thema Hanf und Erdbeben? Ja, Leute, tut mir bitte einen Gefallen. Kommt endlich rein und zeigt euer Gesicht. Hört auf damit mit den Maskeraden und dem ganzen Scheiß. Das ist ja alles Personenkult, das müsst ihr nicht haben. Ihr müsst Gesicht zeigen als Menschen. Ihr müsst den Mut entwickeln, immer mehr. Ihr müsst sagen, jetzt ist Schluss. Gesicht zeigen, fertig. Na, da ist ja nichts bei. Man kann das ja vernünftig bringen und dann ist es gut, da kann sich jeder Gedanken drüber machen. Zusammengefasst, ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen solltet. Also, Harz kann durch seine Schwingungen ein Erdbeben auslösen und verstärken, das ansonsten gemächlich in vielen kleinen Erschütterungen abgewählt wäre. So ähnlich, als würde man einen Felsbrocken, der am Abhang steht, mit einem kräftigen Tritt zum Runterstürzen bringen. Der Tritt war dabei nur die Aktivierungsenergie. Das hat mit der Resonanz des schwingenden Objekts zu tun. In dem Fall die Erdkruste. Sehen Sie das mit Harp, ne? Das ist genau dieser Umkreis. Genau dieser Umkreis. Hier oben ist Rostock, Marlo, ne? Einen weiteren kleinen Impuls vom Wind enthält und sich so mit der Zeit immer weiter bis zum Einsturz aufschwingt. Davon gibt es eindrucksvolle Videos. So ähnlich können auch Harpwellen die Schwingungen in der Erdplatte immer weiter anhöhen und verstärken. Harp arbeitet vor allem mit langen Radarwellen, die von der Atmosphäre reflektiert werden oder von Satelliten.
Hart ist zurzeit die Wunderwaffe schlechthin. Hart kann die Ionosphäre anheben, manipuliert das Erdmagnetfeld, Hart kann den Jetstream umleiten und so das Wetter manipulieren. Hart kann sich auf Emotionen und Gedanken der Bevölkerung auswirken und diese manipulieren. Weil im Gehirn elektrische Impulse ausgetauscht werden und auch Gehirnfrequenzen. Das stimmt, das wurde von den Russen schon gebracht und ich sage euch eins, deswegen ist das ein Großteil der Bevölkerung auch so art zombiehaft und nimmt nichts mehr wahr. Nicht mal mehr Klickgeräusche nehmen die wahr. Also könnt ihr auch mal so einen Klicker euch kaufen und an die Leute so ein bisschen anklicken damit. Die reagieren da nicht mehr. Ja? Also das sind ganz einfache Methoden, Mann. Warum reagieren Menschen nicht mehr normal auf Umgebungsreize? Also ein bisschen anklicken zum Beispiel oder so mal machen. Reagieren nicht, ne? Also auch ans Ohr mal kann man machen. Das könnt ihr jetzt mal probieren. Das seht ihr. Ihr seht auch, dass den Leuten das schon an, dass sie kaputt gemacht sind und dass sie nicht mehr merken. Also dass sie nicht mehr auf Umgebungsreize reagieren, weil sie bereits abgestumpft sind, ne? Das ist also ganz deutliche diese Frequenzen, ne? Und es geht darum, auch diese sogenannten Mobilfunkanlagen, ne? Das sind übrigens die Mobilfunkanlagen gehören mit zum Hubsystem. Sollen dazu gehören. Ne? Sollen dazu gehören. Okay. Zusätzlich zuzuordnen sind. Zum Beispiel Tiefschlaf, Traum sowie alle Urtriebe. Wissenschaftler haben unter anderem mit der Lernkarte bewiesen, wie einfach das Gehirn zu manipulieren oder beeinflussen ist. Art kann vielleicht sogar holographische Objekte in den Himmel projizieren. Dabei sollen sich die Silberatome oder Ionen wie Kristalle in einem LCD-Bildschirm verhalten und an dem Magnetfeld ausrichten, das Hart nach Belieben manipulieren kann und über den gesamten Globus aufbaut. Hart kann 1 Milliarde Watt Strahlung gespiegelt über Satellit auf jeden Punkt der Erde fokussieren und auch die Atmosphäre zu Plasma erhitzen, so dass sie selbst zum Spiegel wird. Ich möchte nochmal dazu sagen, jetzt geht es nicht, ob die Erde rund oder flach ist, es geht jetzt nur um die Anwendung der Wetterwaffen. Also nicht, das möchte ich nicht zum Streitpunkt hier werden lassen. Das ist erstmal unerheblich in der Hinsicht jetzt, ne? In der Hinsicht. Jetzt wird es brisant. Der japanische Finanzminister hat in einem Interview bekannt gegeben, dass Japan alle Grenzen für Hedgefonds, also komplette Finanzwelt, fallen gelassen hat, weil die japanische Atomkraftwerke erpresst wurden mit einer Erdbebenwaffe. Diese Aussagen sind älter als die letzten Erdbeben in Japan und beweisen quasi, dass es sich hierbei um die Wahrheit handelt. Die Hart-Radar-Technologie arbeitet wie gesagt nicht mit Mikrowellen, sondern vor allem mit sehr langen Wellen, die von der Atmosphäre reflektiert werden. Eine andere Theorie für die Sie haben jetzt eine Fake-Meldung rausgegeben, dass Sie diese Anlage abschalten, also irgendwie die vom Netz nehmen. Ob das wahr ist oder nicht, das kann man nicht sagen. Aber selbst wenn Sie diese Anlage ausschalten, nehmen Sie halt eine neue in Betrieb. Also das haben Sie überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, ne? Weil die ja überall diese elektrischen Anlagen zu stehen haben. Sie können sich ja in jedem Wohnblock, in jedem Bereich stehen die Dinger rum. Erzeugung künstlicher Erdbeben als die der konstanten Schwingungserhöhung der Erdkruste ist das Erhitzen des Grundwassers oder unterirdischer Seen durch die Hartwellen, Radar- oder IRF-Wellen. Ähnlich wie bei einem Ei in der Mikrowelle verdampft das Wasser und durch den enormen Druck, die Kraft des Wassers, kann die Erde gespalten werden. So hat man eine Massenvernichtungswaffe mit verhältnismäßig geringem Energieaufwand und vor allem ist sie nicht zuzuordnen. Schließlich ist sie ja eine Naturkatastrophe. Erdbeben an sich sind normal, aber die Auffälligkeit der Entstehung in immer der exakt selben Tiefe, nämlich 10 Kilometer, in den letzten Jahren und Monaten, die sich rasant vermehren und das filmreiche Timing der Erdbeben im Sinne der Elite, erwecken weltweite Skepsis bei Experten und Amateuren. Außerdem gibt es weltweite Auffälligkeiten auf dem Regenradar der Wettersatelliten. Dort sind Regenwolken in riesiger Ringform zu erkennen, wie Rauchringe, genannt Bullseye. Auch hier liegt ein Zusammenhang zu Hart nahe. Es gibt auch immer öfter gleichzeitig Erdbeben, aber diese können lokal nicht zugeordnet werden, beziehungsweise deren Ursprung kann nicht ermittelt werden. Ja, dazu findet man bei Conrevi sein Video. Conrevi ist CONREVI. Breaking-Verbot und Bullseye. Dort bin ich auch auf die Telefon-Tower gestoßen. Getarnte Antennen, die 4-mal so teuer wie herkömmliche Radaranlagen sind, versteckt in Palmen oder...
Ja, also überlegt euch mal, ja, also ihr seht jetzt also Waffensysteme, ne? Das sind alles mehr oder weniger gebaute Waffensysteme. Es sind keine zivilen Anlagen, das handelt sich ja um Militärobjekte, wie gesagt, also die auch als zivil getarnt sind, ne? Ist In klar. Palmen oder Laternen abgraffen, die anscheinend nicht für das lokale Handynetz gedacht sind. Des Weiteren berichtet er von Schneestürmen in Kalifornien und dass im Andreasgraben in Südkalifornien vermehrt Triple Clouds auftreten. Seltsame, unnatürliche, riesige Wolkengebilde, immer drei an der Zahl und glockenförmig. Bitte zieht hier auch die Verbindung zu den toten Tieren mit den leeren Mägen, zu den Vögeln, zu den Fischen, zu den Fröschen, die alle durch ein Schockerlebnis gestorben sind, deswegen der leere Magen und trotzdem keine Verhungerungssymptome. Auch erstaunlich ist, dass bei den Vögeln die Hälse aufgeplatzt sind am Hals, dort wo Chips von Natur, Forschern platziert waren. Und man hat auch an der Küste des Iran Delfine gefunden, die quasi gebraten waren, mit verbrannter Haut aufgefunden wurden. Und jetzt gibt es auch portable Kugelanlagen, portable Hartkugelanlagen, die auf Bohrinseln mobil im Meer unterwegs sind und Also man muss sich vorstellen, was hier eigentlich an Massen an Menschen eingesetzt sind, die für Geld alles tun, ne? Die einfach nur irre sind, ne? Die sind komplett irre. Deswegen, das ist real, was man jetzt hier sieht. Also das können Sie ja sehen mit Ihren eigenen Augen und die Ausreden, dann muss man eben hinfahren und die Anlagen selber in Augenschein nehmen und Sie werden da gleich sehen, dass Sie da nicht rankommen. Das ist ja ganz logisch. Und diese Wahnsinnigen, die das jetzt machen, die sind vollkommen durchgeknallt, ja. Die machen das für ihr sinnloses Scheingeld, was nicht existiert. Unglaublich, ne? Es ist so nicht zu fassen, was hier los ist in diesem Land. jederzeit flexibel ihren Standpunkt ändern können. Das Video soll euch jetzt nur einen groben Überblick über die Thematik liefern. Aber verbreitet es ruhig. Danke. Jetzt gleich sehen werdet, gab es natürlich nur ein oder zweimal auf YouTube und gibt es natürlich wieder nur in Englisch. Ja, wenn ihr kein Englisch könnt, dann holt euch mal bitte schnell einen Englischmächtigen eures. Denn das Ganze muss ja auch ein gewisses Niveau haben, wenn es um solche Themen geht. Aber nicht, dass Okay, gut. Ich bin jetzt fertig mit dieser Dokumentation. Ich wollte euch das jetzt mal nur zeigen. Es gibt dazu jede Menge Dokumentation. Ich werde diesen Film rein verlinken, ja. Und natürlich werde ich auch wieder darauf hinweisen, dass wir Deutschland befreien müssen, dass das befreit werden muss, damit wir diesen Irrsinn endlich stoppen können. Ne? Also das ist alles ein Wahnsinn, was hier abgeht. Und darum müssen wir einfach uns zusammenschließen. Über Staatenlos Info. Ja. Ich gebe das jetzt mal rein. Nö, es will nicht. Okay. So, ich mache nochmal die Staatenlos Info an. So, und Staatenlos Info, Heimat- und Friedensprogramm andrücken. Ne? So. So, Moment. Startseite an. Das Internet ist hier ausgebremst, das ist völlig normal. So, und dann ja, Heimat- und Friedensprogramm, hier ist die Lösung dann bereits schon drin. So, und Heimat- und Friedensprogramm oben anklicken. So, und dann reingehen. So, und da müssen wir uns einig sein, dass wir uns alle befreien, dass wir Deutschland befreien, dass wir also das deutsche Heimatreich freisetzen und dieses Deutschland eben abschalten, Deutsch-Land, eine Kolonie abschalten und dann einfach in unser Heimat- und Friedensprogramm Aufbauwerk reingehen. Na, dann sind wir diese Irrsinnigen los, die müssen wir halt auf diese damit loswerden. Na, durch gemeinschaftliche, wie nennt man nicht, gemeinsames Ziel, gemeinsame Handlung. Na, und das ist sie. Die Entnazifizierung der Person, so, und die muss eingefordert werden. Ne? Das ist die Erfüllung des Potsdamer Abkommens. Dann kommen wir aus dem Kriegszustand einfach raus. Okay, ihr Lieben, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst, ne, in diesem Theater. Ne? Okay, und wie gesagt, seid vorsichtig. Es braut sich was zusammen. Wir wissen nicht was. Es ist völlig undurchsichtig. Ja? Also wir wissen nur eins, sie setzen die Wetterwaffen ein und die verfügen darüber, dass Wetterwaffen ist nichts Neues seit den 40ern am Laufen, die ganze Geschichte, ja. Und sie sehen ja, was hier läuft. Sie sehen ja auch, warum das gerade Mecklenburg hier eine zentrale Rolle spielt mit einmal hier in Deutschland, ja. Es ist nicht zu fassen. Okay, gut. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann.